Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind mittlerweile beim vierten Teil unseres Italien-Trips. In diesem Video verlassen wir die Gegend rund um Sorrent, Amalfi und Positano und begeben uns ins Landesinnere. Wir fahren nach Matera, besichtigen dort die Felsenstadt und fahren dann noch weiter nach Alberobello, wo wir uns die Trullihäuser ansehen. Wir beenden auch unsere Pannenserie, Gott sei Dank, aber es passiert noch was. Matera und Alberobello haben uns auf ihre Art verzaubert. Wir starten los und nehmen euch mit. Viel Spaß! Ja, wie schon eingangs erwähnt, verlassen wir heute die Küste und nehmen Kurs auf die Stadt Matera im Landesinneren, auch die Stadt der Sassi genannt. Ja, wir starten in der Früh wieder bei herrlichem Wetter und haben hier den Vesuv im Hintergrund. Die Fahrt führt uns durch eher karge Landschaft. Aber langweilig wird es dann trotzdem nie. Nachdem wir den Stellplatz bezogen hatten, wanderten wir nach Matera. Der Weg führte uns dabei durch die Schlucht, war aber viel kürzer als außenrum. Matera, die Stadt der Sassi, ein Komplex von Höhlensiedlungen, die in die Felsen geschlagen wurden. Heute beherbergen sie unter anderem Museen. Eines davon haben wir hier besucht. Hier kann man noch die originale Einrichtung sehen. Thank you.
Matera gibt es natürlich auch viele enge verwinkelte Gassen mit vielen Stufen hinauf und hinunter, kleinen Geschäften, Restaurants. Und immer wieder wundervolle Ausblicke. Zum Sonnenuntergang ergatterten wir dann einen der Aussichtsplätze. Es wurde sehr romantisch. Zum Heimweg musste dann die Stirnlampe herhalten. Heute schleichen wir auf diversen Nebenstraßen rund 60 Kilometer Richtung Alberobello. Die Straßenverhältnisse sind in Süditalien grottenschlecht. Das hatte etwas sehr Unangenehmes zur Folge. Ein gemütliches Frühstück auf dem Kartodrom bei Matera und dann ging schon los Richtung Alberobello. Einen Vorgeschmack auf die Straßenverhältnisse, die noch kommen sollten, hatten wir schon bei Beginn der Fahrt. Alberobello ist die Zufahrt zum Wohnmobilstellplatz relativ tricky. Nicht jede Zufahrtsstraße war erlaubt, wie man sehen kann. Also um genau zu sein, nur eine war erlaubt, die wir schließlich dann auch fanden. Warum man allerdings mit dem Wohnmobil so einen riesen Umweg fahren muss, wo die Straßen auch nicht viel breiter sind, entzieht sich unserer Kenntnis.
Na bravo, kaum am Stellplatz eingeparkt und den Anhänger abgehängt, sah ich auch schon mit Adleraugen. Der Haltebügel des Vorderrads des Rollers am Anhänger war gerissen, was auf den Zustand der Straßen zurückzuführen ist. Da der Roller nun keinen Halt mehr nach vorne hatte, musste ich mit einem zusätzlichen Spanngurt diesen nach hinten ziehen. Das sollte dann für den Rest der Reise genügen. Und eines kann ich euch jetzt sagen. Die Panne Nummer 7 war Gott sei Dank die letzte auf dieser Reise. Also, lasst uns Albero Bello besuchen. Die Lage des Stellplatzes ist ideal, da man in 3 Minuten Fußweg bei den Trulli-Häusern in der Altstadt ist. In Albero Bello erwarten dich Trulli-Häuser in jeder Größe, in jeder Ausstattung und für viele Verwendungszwecke. Sei es eine Werkstatt für Kunsthandwerk, ein gastronomischer Betrieb, ein Lebensmittelgeschäft oder eine Boutique, alles gibt es hier. Sehr zu empfehlen ist dieser Sandwich-Shop. Der gehört zu einer Käserei. Er liegt direkt in der Fußgängerzone und hat sehr moderate Preise und Top-Qualität.